Wellen da, Tachowellen, jene geht drin, jene geht wieder raus. Also, ja. Und da diese komische Pumpe, die da hängt, die war für die automatische Vorregulierung. Ja, genau. Wenn da immer mehr Leute nicht reinlassen, das ist die einzige Sache, bis jetzt, die ich gemerkt habe, die jetzt nicht funktioniert. Dafür haben sie hinten einfach die zwei Leitungen zusammen. Wie alt ist das Fahrzeug, wenn ich mal fragen darf? 1.7.55. Ah, das ist ja schon ganz schön alt. Nächstes Jahr 70. Haben Sie das selbst aufgearbeitet? Ja. Oh. Mit der Werkstatt Axel Kluge in Otterndorf. Oha, ja, die kenne ich. Also komplett Revision des Motors. Mhm. Und auch komplett Revision des Getriebes. Was für ein Motor ist das? 5,3 Liter Hubraum, 243 PS. Mhm. Ja, sehr schön. Also wenn man beide Fenster runter macht, dann hat man quasi durchgängige freie Fläche. Aha. Auch neu gepolstert im Originalbezug aus den USA. Sind die Originalfarben aus der Originalbezug. Ja. So, der Besitzer startet das Fahrzeug. Den Auspuff auf der anderen Seite auch. Normal haben die ja nur den einen. Ach so. Ja. Aha. Mit Doppelauspuff.
kann ich ja mal gleich was fragen. Wie viel Hubraum hat der? 5,7 Liter. Und V8 sowieso? Ja. Und PS? Knappe 300, 285. Das reicht. Ja. Für den Anfang. Ja, sehr schön. In den weißen Pavillon, da gibt es heute Burger.